Das ist das Salzburg-E-Magazin und das sind die Themen. Spatenstich zur Sanierung der Schafbergbahn, Breitbandvollversorgung für Land und Leute und gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen. Erst vor kurzem gab es den Spatenstich zur Sanierung der Schafbergbahn im Salzkammergut. Die Trasse wird bis Ende 2022 erneuert. Eine Besonderheit der Schafbergbahn ist, dass sie durch zwei Bundesländer führt, einerseits durch Salzburg und andererseits durch Oberösterreich. Mit dem Spatenstich beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung der mehr als 100 Jahre alten Schafbergbahn. Die Trasse wird bis Ende 2022 erneuert. Die Gesamtkosten von 18 Millionen Euro teilen sich die Salzburg AG, das Land Salzburg und das Land Oberösterreich. Seit 2006 wird die Schafbergbahn von der Salzburg AG betrieben. Wir haben uns auch die Aufgabe gestellt, hier nicht nur in der Energieversorgung, sondern auch im Touristischen tätig zu sein, damit wir hier diese Schafbergbahn und die Wolfgangsee-Schifffahrt, die ansonsten wahrscheinlich eingestellt worden wäre, übernehmen können und damit einfach einen Akzent und einen Impuls für diese wichtige Region zu schaffen. Derzeit im Dornröschenschlaf ist die Schafbergbahn im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. 300.000 Besucher erklimmen mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs jedes Jahr den Gipfel des Schafbergs. Wir haben Zielbereiche, das ist einfach der Berg, der See und die Kulinarik. Und in allen diesen drei Zielbereichen ist natürlich die Schafbergbahn bzw. die Schifffahrt ein sehr, sehr guter Partner. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden unter anderem 8 Weichen erneuert und die Infrastruktur des Talbahnhofs umgebaut. Größter Teil ist eben diese Oberbausanierung und Gleissanierung, wo teilweise noch Schienenmaterial eingebaut ist, das 125 Jahre alt ist und wie zum Beispiel bei Weichen Ersatzteile gar nicht mehr lieferbar und nicht mehr verfügbar sind. Ab 2021 ist auch die Bergstation barrierefrei zugänglich. 2017 war touristisch gesehen eines der erfolgreichsten Jahre für die Schafbergbahn. Wir haben begonnen hier mit rund 3 Millionen Euro Umsatz und stehen jetzt bei rund 7 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, wir haben den Umsatz mehr als verdoppeln können über die Jahre und sehen eben, dass das sehr gut angenommen wird und auch in der Region auch sehr gut vermarktet wird. Und deswegen ist es auch notwendig, jetzt zu investieren und die Gleisstrecke eben wieder auf Vordermann zu bringen. Ab 2022 ist die 125 Jahre alte Schafbergbahn dann mit der modernsten Technik ausgestattet. Während der Bauarbeiten ist der Fahrbetrieb kaum beeinträchtigt. So schaut's aus. Wir bleiben auch gleich in der Region und mit der Osterschifffahrt und dem Frühjahrsfahrplan startet die Wolfgangsee-Schifffahrt in die Saison. Außerdem werden auch gleich zwei Jubiläen gefeiert. Mehr dazu erfahren Sie in den aktuellen Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburg und das finden Sie jetzt in Ihrem Postkasten. Vom Wolfgangsee jetzt zum Internetbreitbandausbau im gesamten Bundesland Salzburg. Um das ganze Land Salzburg mit Cablelink Highspeed Internet zu versorgen, werden bis zum Jahr 2030 weitere 250 Millionen in den Netzausbau investiert. Die flächendeckende Versorgung unseres Landes mit superschnellem Breitband-Internet ist eines der großen Infrastrukturprojekte unserer Zeit. Nur wer Zugang zum besten Internet hat, hat auch wirklich alle Zukunftschancen. Darum treibt die Salzburg den Netzausbau in Stadt und Land Salzburg weiter konsequent voran. Alle, die sich nun für das superschnelle Internet der Salzburger AG entscheiden, dürfen sich über ein besonders attraktives Angebot freuen. Cablelink mit 20 Mbit pro Sekunde gibt es jetzt schon ab 19,90 pro Monat, inklusive aller Anschlusskosten und gratis WLAN-Modem. Doch damit nicht genug, alle, die bis zum 30. Juni 2018 einen Cablelink-Anschluss bestellen, erhalten Salzburgs bestes Internet und Kabel-TV 6 Monate gratis. Ein Angebot, das übrigens auch für alle gilt, die Cablelink zusätzlich zu ihrem bestehenden Kabel-TV-Anschluss ordern. Wie schon erwähnt, gibt es jetzt die neuen Lebenslinien, das Kundenmagazin der Salzburg in ihrem Postkasten. Auch diesmal wieder mit interessanten Themen aus Stadt und Land Salzburg. Ab April in den neuen Lebenslinien der Salzburg AG. Klimabonus für Fenstersanierung. Salzburg AG greift Kunden bei solchen Vorhaben unter die Arme. Lebensräume, Sonnenstrom im Gemeindebau. Scheiter ist Zamm, neue Produktkombi der Salzburg AG. Und dieser Mann hält eiserne Ladies zusammen.
Das und vieles mehr finden Sie in den neuen Lebenslinien der Salzburg AG. Ab jetzt in Ihrem Postkasten. Außerdem können Sie am Wellnesswochenende für zwei inklusive Übernachtung im Hotel Eckerwirt im Lungau gewinnen. Das sollten Sie dann unbedingt mitspielen. Wie Sie ZAM, die neue Produktkombi der Salzburg, mit vielen Vorteilen nutzen können, verraten wir Ihnen ebenfalls in der aktuellen Ausgabe. Die Salzburg als vielseitiger Arbeitgeber bietet zahlreiche Berufschancen für Schulabgänger. Erst letztlich haben wir die volle Power des Unternehmens in der HTL Salzburg präsentiert. Lust auf einen coolen Job in der Salzburg AG? Wenn ja, dann sind Sie hier genau richtig, denn die Salzburg AG nimmt jährlich Schulabsolventen auf, die Karriere machen wollen. Weil wir super Jobs für Techniker, innovative Jobs anbieten und auch im erneuerbaren Energienbereich tätig sind. Also es ist auch von daher total spannend, in diesem Bereich zu arbeiten, weil wir eben Infrastrukturanbieter in Salzburg sind. Wir sind regional verwurzelt und leben das auch. Und wir bieten zum Beispiel immer wieder Ausbildungsprogramme für HAC und HTL-Absolventen an und freuen uns eben, wenn wir zahlreiche Bewerbungen dafür kriegen und die Besten der besten Schüler für uns gewinnen können. Die Besten der Besten für das Unternehmen zu begeistern, ist das Ziel der Salzburg AG. Denn das Unternehmen ist sich seiner Verantwortung gegenüber ihren Kunden bewusst. Die Salzburg AG ist ein innovativer Arbeitgeber. Wir schauen in die Zukunft, passen uns den Bedürfnissen der Kunden an und entwickeln immer wieder neue Berufsbilder und Jobs und sind deswegen auch so attraktiv, weil man super Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat bei uns. Ein super Kennenlernprogramm hat man, wenn man vorab schon ein Praktikum bei uns macht. Schüler können zum Beispiel schauen, ob die Salzburg AG was wäre für sie, indem sie bei uns ein Praktikum machen. Wir bieten zahlreiche Praktikumsplätze, vor allem im Sommer, an für Schüler von der HTL und zum Beispiel HAC. Und da kann man dann eben reinschnuppern bei uns, ist total toll, und ein einmonatiges Praktikum machen. Mir hat es halt eben ganz taugt, dass die Atmosphäre gut war in der Firma, dass wirklich alle Leute voll nett waren. Und es waren jetzt auch nicht so, dass so, also es waren kleinere Gruppen, die immer mit zusammenarbeiten, und das hat mir halt so gut gefallen. Und viele, die bei uns ein Praktikum gemacht haben, sind überzeugt, dass sie sich für das richtige Unternehmen entschieden haben. Ich bin jetzt zurzeit Leittechniker beim technischen Service. Also ich mache eigentlich die Fernsteuerung für Kraftwerke, Umspannwerke, Gasstationen. Und ich muss sagen, mir gefällt die Arbeit sehr gut. Ich komme in ganz Land Salzburg um. Ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun, sehr gute Leute. Es sind ja schon teilweise Freundschaften entstanden und ich bin sehr froh, dass ich dazugekommen bin. Also ich konnte mir keinen besseren vorstellen. Die Salzburg AG ist eine sehr interessante Firma, dass sie sehr vielseitig ist und man sehr viele verschiedene Arbeiten ausführen kann. Durch meinen Wunsch, Softwareentwickler zu werden und die Salzburg AG dann gesucht hat, war das für mich die perfekte Chance, um in diese Firma zu kommen und meine Arbeit dort auszuführen. Der gute Ruf der Salzburg AG kommt natürlich nicht von irgendwo. Dazu ist es natürlich auch wichtig, die richtigen Partner, wie zum Beispiel in diesem Fall die HTL Salzburg, zu haben. Die Salzburg AG ist aus unserer Sicht sicher, nachdem sie breit aufgestellt ist, in den Anforderungen an Absolventen ein ganz wichtiger Partner, auch was Arbeitsplätze für unsere Absolventen betrifft. Wenn jemand einen Arbeitsplatz sucht, der lokale Verbindung hat, der in Salzburg wesentlich ist, dann ist die Salzburg AG sicher ganz vorne dabei. Die Salzburg AG bietet also allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Schulabgänger, die im Job weiterkommen möchten, sollten sich auf jeden Fall über die Salzburg AG als Arbeitgeber informieren. Derzeit suchen wir verstärkt Elektrotechniker und Kommunikationstechniker. Wie die Bewerbung abläuft, kann man übrigens auf unserer Webseite nachlesen. Das erste österreichweite Projekt für gemeinschaftliche Photovoltaikanlagen wird gerade in Salzburg umgesetzt. Zum ersten Mal können Bewohner von Mehrfamilienhäusern den Strom der PV-Anlage auf ihrem Hausdach selber direkt nutzen und damit auch Kosten sparen. Hier in dieser Wohnanlage für über 20 Parteien im Pfarrwerfen in Pongau wird das Pilotprojekt umgesetzt. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt Strom, der auf die einzelnen Wohnungen aufgeteilt wird. Der Anteil des erzeugten Stroms wird mit Hilfe von Smart Mietern, also intelligenten Stromzählern, alle 15 Minuten abgerechnet. Dieses Solarstrommodell ist tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation, eine Gewinnsituation für den Mieter, für den Eigentümer, weil er seinen in der Gemeinschaftsanlage produzierten Sonnenstrom selbst verbrauchen kann, sich damit auch sehr viel an Geld erspart.
Für die Salzburger AG ist es eine weitere Situation, eine Gewinnsituation, weil wir unser Bemühen, mehr digital und noch stärker für den Kunden da zu sein, hier ausspielen können. Und für die Allgemeinheit ist es eine Win-Situation, weil damit die Energieziele erreicht werden können, die ja sehr ehrgeizig sind und die hingehen in Richtung CO2-Neutralität. Der Verbrauch des Stroms am Ort der Erzeugung ist erst seit wenigen Monaten aufgrund einer Gesetzesänderung möglich. Die Mieter ersparen sich dadurch Stromkosten, Netzgebühren und auch Steuern. Sollte überschüssige Energie anfallen, wird diese vermarktet und der Erlös den Mietern gutgeschrieben. Insgesamt können so bis zu 20% der Gesamtkosten eingespart werden. Wir haben jeder je nach Wohnungsgröße einen Prozentsatz an Platten. Zum Beispiel bei mir sind es 3,7%. Die kehren mir und den Strom, der damit erzeugt wird, den darf ich verbrauchen. Die Mieter brauchen einen Rahmenvertrag mit der Salzburger AG. Somit ist gewährleistet, dass jederzeit ein Ein- und Auszug und eine korrekte Abrechnung möglich ist. Um möglichst viel durch den hauseigenen Strom zu sparen, ist auch ein entsprechend bewusstes Verhalten notwendig. Also ich muss nur mein Verhalten ein bisschen verändern, wenn die Sonne scheint, dass ich hergehe und da eine Waschmaschine oder einen Trockner oder einen Geschirrspüler oder was immer einschalte, weil der Strom dann faktisch bei meiner Stromrechnung angerechnet wird. Mhm. Und wenn ich mir im Jahr zum Beispiel 40 oder 50 Euro da spare, so sind das, ist das relativ viel Geld für mich, nicht? Auch für die anderen, weil es sind ja keine so großen Einkommensbezieher da in dem Haus. Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten Solartop für Mehrfamilienhäuser oder Solardepot für Einfamilienhäuser haben, dann kontaktieren Sie uns einfach. Unsere Mitarbeiter stehen für eine unabhängige Beratung jederzeit zur Verfügung. Mehr zu diesem Projekt können Sie natürlich auch in den Lebenslinien unserem Kundenmagazin nachlesen. Und das war das Salzburger AG-Magazin. Alle Beiträge finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite, YouTube und Facebook.